Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was ist das nicht für ein bekannter IKEA-Hack, die IKEA-Kinderküche? Und so haben wir uns gedacht, dass unsere Tochter jetzt in einem perfekten Alter ist. Sie wird jetzt bald 2 Jahre alt und Weihnachten steht vor der Türe. Da dachten wir, wir gestalten eine IKEA-Kinderküche selber. Und haben unsere kleine Kinderküche somit aufgepimpt. Genau, wie wir das gemacht haben, was wir dafür verwendet haben und wie sie am Ende aussieht, seht ihr in diesem Video. Ich denke, es ist uns sehr, sehr gut gelungen und sie ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber seht einfach selbst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Alle Links, die ich irgendwie finde, findet ihr unten in der Infobox und alle Infos zu Farbe und Lack. Genau, schaut also gerne vorbei und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und ja, los geht's! So, als allererstes seht ihr mal das Vorherbild. So sah die Küche also aus, als wir sie gebraucht gekauft haben. Wir haben uns hier für eine gebrauchte entschieden, weil wir sie ja sowieso aufpimpen wollten. Und dann haben wir sie jetzt allererstes auseinandergebaut und die weißen von den Naturteilen getrennt, weil wir eben die weißen Teile gar nicht bearbeiten wollten, sondern eben nur die Holzteile. Und dann ging es weiter mit der Arbeitsplatte. Da haben wir uns hier für so eine Holzfolie entschieden. Ich finde, das passt einfach so schön zu rosa. Und genau, deswegen haben wir erstmal da die Folie aufgebracht. Das war gar nicht so einfach, weil sie sich immer wieder eingerollt hat. Und weil sie auch am Anfang gar nicht geklebt hat. Wir hätten das wohl mal mit Spüli machen sollen. Genau, den Tipp haben wir aber erst zu spät bekommen. Aber am Ende hat es dennoch geklappt und wir sind echt zufrieden mit dem Ergebnis. So sieht das Ganze also aus mit den 2 Teilen drinne. Und wir haben dann eben noch ganz, ganz schnell das Loch für den Wasserhahn gemacht. Und dann war die Arbeitsplatte auch schon soweit fertig. Dann ging es weiter an alle Naturteile. Die haben wir hier in diesem wunderschönen Rosa gestrichen. Die Farbe haben wir extra anmischen lassen, weil wir nichts Passendes gefunden haben. Das ist ein Lack für Spielzeuge extra. Das heißt, ja, da kann Lia durch mitspielen und das anlecken. Das schadet nicht. Und da haben wir eben dann alle Holzteile vorher angeschliffen und dann hat Felix die komplett einmal angestrichen. Das brauchte ungefähr so 2 bis 3 Anstriche, bis das richtig deckend war. Aber das Endergebnis war einfach mega, mega schön. Und die ganzen Plastikteile waren vorher dunkelgrau. Die habe ich hier in einem schönen Roségold besprüht. Das war ein Kampf, Leute. Ich sage es euch, empfehle ich euch auch nicht, denn es hat so lange gedauert. Ich habe die aber einmal angesprüht und dann mit Klarlack versiegelt und jetzt am Ende bin ich echt zufrieden. Und so sieht das Endergebnis jetzt aus. Ihr seht, wir haben auch die Herdplatte so ein bisschen Roségold angestrichen und ich bin einfach so begeistert, Leute. Die Küche ist so schön geworden und sie ist einfach genauso geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ja, schaut sie euch einfach selber an.